Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem 4:2 Heimsieg gegen den Hamburger SV. Herzlich willkommen an alle Journalisten hier im Raum, auch an alle, die im Stadion noch zuschauen oder in den Businessbereichen. Auch in Karlsruhe hat der Gast das erste Wort. Tim Walter, wie lautet Ihr Fazit zum Spiel? Vielen Dank. Erstmal Glückwunsch an den KSC für den Sieg. Er war, glaube ich, aufgrund der ersten Halbzeit hoch verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht anwesend, wir waren sehr, sehr schlecht. Von daher, wenn du nicht verteidigst auf so einem Geläuf, dass du dann in Rückstand gerätst mit 3 Toren, ist auch für uns nicht immer aufholbar. Wir haben es zwar schon geschafft, aber wahrscheinlich ist es zu sehr in den Köpfen, dass das immer wieder geht. Und darum geht es halt irgendwann mal schief. Zweite Halbzeit war in Ordnung, haben wir viel Druck gemacht, haben zweite Halbzeit auch nur noch eine Torchance zugelassen, weil wir es da auch wieder selber verschuldet haben. Aufgrund der gelben Karte haben wir es dann verpasst, noch näher ranzurücken. Von daher geht der Sieg in Ordnung, weil die erste Halbzeit von uns einfach schlecht war. Vielen Dank. Eiche, wie schaut dein Fazit aus? Ja, hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, der, glaube ich, ein großes Kompliment gebührt, die über zunächst mal 45 Minuten überragend all das umgesetzt hat, was sie sich vorgenommen hatte. Wir wussten, dass wir Chancen im Umschaltspiel en masse bekommen können, wenn wir uns clever verhalten auf erster Linie. Wenn wir immer wieder Optionen anbieten, werden wir en masse ins Umschaltspiel kommen. Entscheidend ist in so einem Spiel gegen den HSV mit dieser Ballbesitzdominanz, dass du dich belohnst. Und das ist uns beispielsweise im Hinspiel nicht gelungen. Im Rückspiel heute umso mehr. Den größten Vorwurf, den sich die Mannschaft hat gefallen, hatten lassen müssen, dass sie nicht 4-5 oder 6-0 zur Pause führt, um das Ding frühzeitig zu beenden. Und so wie Tim sagt, ist das vollkommen richtig. Nicht nur in den Köpfen des HSV war es drin, dass sie logischerweise zurückkommen können. Das wissen sie. Die Qualität haben sie. Auch wir wussten natürlich um das Spiel in Heidenheim. Und man kommt eins zum anderen. Genau das, was du dir als HSV wünschst. Ein schnelles Anschlusstor. Danach habe ich allerdings auch auf beiden Seiten keine Torchancen mehr gesehen. Also so ehrlich muss man dann alle zueinander sein. Also wir hatten eine, der HSV hatte vielleicht noch eine, dass der HSV dominanter wird und besser wird. Das hat mich nicht zwingend überrascht, das ist auch okay. Aber bis zum 3:2 war es, glaube ich, so, dass der Ball beim Gegner war, ohne dass es nochmal diese extreme Chancen gab. Und trotzdem ist es dann so, wenn du so einen Stürmer mit dieser Qualität drin hast, der dann ein tolles Tor macht zum 3:2, musst du nochmal zittern, hast das Momentum auf der anderen Seite. Und nochmal, ich glaube, unabhängig von der gelb-roten Karte, wenn das vierte Tor nicht fällt, haben wir hier noch 4-5 hochdramatische Minuten zu überstehen. Momentan ist es so, dass das Momentum, das habe ich ein paar Mal gesagt, in Karlsruhe ist. Aber wir tun, glaube ich, gut daran, auch uns relativ schnell in den Kopf zu holen, dass es auch gegen den HSV nur 3 Punkte gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mehr. Wenn ich so das Drumherum erlebe, aber es gibt 3 Punkte und wir werden das sehr, sehr gut einschätzen und wir werden spätestens am Freitagabend um 6:30, ich befürchte, bei leichtem Schneefall auf der Ostalb wieder wissen, dass es wieder weitergeht in der Liga. Dankeschön. Dann seid ihr am Zug, gerne per Handzeichen, dann kommen die Kollegen mit dem Mikro. Robin, einmal nach rechts. Dankeschön. Was war denn vor der roten Karte los? Scharmützel zwischen 2 Banken. Ja, das kommt jede Woche vor, von daher alles nicht so dramatisch. Der Schiedsrichter hat es etwas anders gesehen, von daher. Ich habe mich entschuldigt bei meiner Mannschaft und ich glaube, ich habe ihr da keinen Gefallen getan. Ich muss mich da besser im Zaum haben und von daher tut es mir leid für meine Truppe, aber wie gesagt, alles andere bleibt da, wo es war. War das vermeintliche Handspiel der Auslöser oder? Sie müssen ja über irgendwas sauer gewesen sein, ne? Ja, gab einige Dinge. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht einfach nochmal sportlich fragen, ne? Gerne, ja, dafür sind wir da. War ein bisschen viel Heidenheim die ersten 45 Minuten, oder? Ja, und die zweiten dann aber auch. Ja, weil es dann einfach, hatte ich ja vorhin erwähnt, dass es einfach in den Köpfen ist, dass wir auch 3 Tore aufholen können. Ja, weil wir nie aufgeben. Das ist das Positive an den Jungs, die zeigen Charakter. Ist immer wieder eine Herausforderung. Trotzdem könnten wir uns auch mal ein bisschen früher aufs Wesentliche konzentrieren. Christian, du hast kurzfristig den Sebastian Jung ersetzen müssen. Marco Tiede kam rein.
Was war da der Hintergrund und was sagst du zu seiner Leistung, der immerhin dazu geführt hat, dass die Herren Dompe, Chata und Königsdorfer eigentlich relativ unscheinbar geblieben sind? Ja, ich glaube, auf beiden Seiten. Ich glaube, wenn beim HSV der Kapitän fehlt, dann macht das logischerweise auch was. Das ist bei uns so die letzten 3-4 Wochen, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen untergegangen. Aber wenn du mit Kyungrok Choi, mit Tim Breithaupt, mit Stefan Brosius und Sebi Jung auch 4 Spieler momentan nicht auf dem Platz hast, die den Anspruch haben, erste Elf zu sein und da öfters gestanden haben, dann zeigt das und sagt viel über den Charakter der Mannschaft aus, für die Jungs da reingekommen sind. Maiko Tiede hat für mich perfekt zu diesem Spiel gepasst. Er hat seine Kernkompetenz genau in diesen Bereichen, im 1 gegen 1, defensiv verteidigen, im Mentalitätsspiel. Das sind Dinge, die wir heute gebraucht haben. Das hat er für mich eigentlich nicht zu meiner Überraschung, ehrlicherweise, überragend gemacht, weil ich bin ja jeden Tag beim Training. Sebi Jung hat eine kleine muskuläre Geschichte aus dem Rostock-Spiel mitgenommen, weswegen wir da auch schon, ich glaube, in der 60. relativ früh gewechselt haben. Und nochmal, wir werden den ganzen Kader brauchen. Das ist jede Woche momentan ein anderer, aber es ist ja Mannschaftssport und deswegen gilt es vor allen Dingen, den Kompliment auszusprechen, die vielleicht manchmal unterm Jahr ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ja, ich würde eine Anschlussfrage stellen zum anderen Außenverteidiger, Philipp Heise. Den hast du rausgenommen. War das eine unmittelbare Reaktion auf seine Verteidigungsarbeit in der Aktion einige Sekunden davor? Oder was war da die Bewandtnis? Ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Monate dabei. Und Pipo Heise ist Pipo Heise. Den habe ich mal kurzfristig versucht zu verändern. Das habe ich aber direkt wieder eingestellt. Das ist aber schon länger her. Inzwischen verstehen wir uns mega und ich kenne ihn aber noch viel zu gut, dass ich weiß, dass er selbst bei einem 3-2 gegen einen großartigen Gegner dann manche Dinge immer noch fußballerisch lösen möchte. Nochmal, das wohnt in ihm, deswegen kann ich ihn ja nicht verdammen, um Gottes Willen, weil ich freue mich ja über fußballerische Aktionen in die andere Richtung genauso toll, also das wäre ich dafür ein Trainer und deswegen haben wir da jetzt jemanden in der Hinterhand, der das ohne Probleme dann auch mit seiner Erfahrung zu Ende spielt. Und dann ist doch das eine großartige Situation, wie auf der anderen Seite bei Maiko Tiede und Sebi Jung genauso. Jeder wird seine Minuten bekommen, aber mal davon abgesehen hat Philipp Heise die letzten Wochen einen genauso großen Anteil am Defensivspiel wie alle anderen Spieler auf dem Feld genauso. Also da nehmen wir ihn nicht raus. Eine Frage noch zu Paul Nebel, der ja seinen Stammplatz an Joy verloren hatte. Dann hat sich Joy verletzt und jetzt scheint er mir im Moment in überragender Form zu sein. Ja, Paul ist ein sehr guter Spieler, der ein sehr gutes Gefühl hat. Gerade in so einem Spiel gegen den HSV, wo du einerseits so ein bisschen Druck auf die Kette machen musst, um sie zu Fehlern zu zwingen, andererseits aber auch ihren absoluten Kopf der Mannschaft für mich noch mit Meffo im Zentrum, den gleichzeitig nicht zu öffnen, um da so ein bisschen beides zu bedienen. Das hat Paul nicht nur im Hinspiel gut gemacht, sondern auch heute. Das war auch der Grund, warum wir zur Raude zurückgekehrt sind. Was bei Paul neben seinem Einsatz und seinem Fleiß ab und zu noch ein bisschen besser werden muss, ist insgesamt sein Torabschluss. Auch wenn er mich jetzt heute natürlich eines Besseren belehrt hat. Ich glaube, da muss er sogar querspielen bei dem ersten Tor, aber ich sollte, glaube ich, aufhören, darüber zu sprechen. Insgesamt gesehen ist ein toller Junge, aber wichtig ist, dass solche Jungs auch mal länger bei uns bleiben. Das ist ja auch die Wahrheit, um insgesamt dann einen Schritt als Club weiterzukommen. Und das versuchen wir immer wieder. Und trotzdem ist es momentan so, dass es toll ist, dass Paul dann nach seinem kleinen Delle im Herbst wieder in die Spur gefunden hat. Jetzt aber Nils. Ja. Christian, die Auswechslung von Mikkel Kaufmann, war die der sich am Horizont abzeichnenden drohenden gelb-roten Karte geschuldet oder waren das andere Gründe, die dich bewogen haben? Ja, also es war auf alle Fälle kein Rückstand aus dem HSV letztes Jahr. Manchmal hat man ja so einen im Kader, wo man sich vielleicht auch im Training immer reibt, aber ich glaube, die beiden Spieler hatten gar keine gemeinsame Vergangenheit. Dafür haben sie relativ schnell begonnen, sich kennenzulernen. Das war einfach zu viel von beiden Seiten, total unnötig.
Und dadurch kommt einerseits der Verteidiger und andererseits auch der Stürmer bei jedem Kopfballduell heutzutage an die Problematik. Der als Erster dann vielleicht sich hinfallen lässt und irgendwie vom Ellbogen getroffen wurde, obwohl das vielleicht gar nicht wurde, also hat mit der Situation nichts zu tun heute, hast du immer wieder so einen Ritt auf der Rasierklinge. Tim mit seinem Verteidiger und ich mit dem Stürmer. Und nachdem er so ein kleines Foul nochmal zusätzlich zu viel gemacht hatte, war klar, selbst dieser erfahrene Schiedsrichter wird dann bei der nächsten Aktion nicht mehr darum kommen, ihn dann aufgrund der Anzahl der Fouls dann vom Feld zu nehmen. Und nochmal, ist ein junger, wilder Hund. Ich habe das von Tim im Voraus gelesen, das ist bei uns ab und zu auch noch der Fall, in einem total positiven Kosmos. Und den musst du immer wieder so ein bisschen in Bahnen bekommen. Und ist aber ein ganz, ganz feiner, fantastischer Junge, der seinen Weg machen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Davon bin ich überzeugt. Christian, du hast irgendwann mal gesagt, wenn man in dieser Liga bestehen will, muss man auch Gegner aus dem oberen Regal mal schlagen. Das ist dir heute gelungen. Ist deine Mannschaft, hat die Reifeprüfung für diese Liga als bestanden? Nein, es hat keine Reifeprüfung oder sonstiges zur Folge, sondern du wirst ja nicht die Liga halten, nur weil du denkst, du hast jetzt zweimal gegen Regensburg und Sandhausen gewonnen. Also wir können ja alle rechnen, das reicht nicht. Und gleichzeitig kannst du ja nicht davon ausgehen, dass... Und du hast ja nochmal zwei, drei Aufeinandertreffen mit Mannschaften aus der gleichen Region, dass du sagst, naja gut, dann gewinnen wir halt das. Du solltest schauen, dass das Wasser dir nicht mehr bis zum Hals steht. Und um das zu erreichen, ist es einfach notwendig, so wie die Braunschweiger die Heidenheimer geschlagen haben vor 4-5 Wochen mal, dass wir es auch mal hinbekommen müssen, jemanden aus den Top 5 dann nicht nur zu ärgern, sondern auch die Punkte mal bei uns zu Hause zu lassen. Und Nur darum geht es, es hat nichts mit Sonstigem zu tun, nur darum, Punkte aufs Konto zu bekommen, um nächstes Jahr wieder ein Ticket zu haben, um in der Liga zu spielen. Herr Walter, vielleicht noch ein Wort zu den Fans. Lange Anreise, viele heute Morgen irgendwie in den Zug gestiegen und trotz eines frühen 0-3s war da ja von Pfiffen oder so überhaupt nichts zu hören. Wie wichtig ist das, wie viel Kraft gibt es auch? Ja, dann haben wir ja was geschafft. Ja, was uns vielleicht die Jahre zuvor gefehlt hat, ja, dass wir da eine emotionale Bindung aufgebaut haben, gerade mit unseren Jungs und Mädels. Und das hat man heute wieder erlebt. Ich habe es ja schon angesprochen, in Heidenheim war es genauso. Die pushen uns immer nach vorne, sie sind immer positiv, sie versuchen uns immer noch mal nach vorne zu treiben. Und das ist großartig einfach, dass sowas entstehen kann in so einer großen Stadt. Ja, und von daher sind wir darüber sehr glücklich. Wir würden Sie gerne nach so einer langen Anreise dann auch belohnen dafür. Gibt es denn weitere Fragen? Scheinbar sind alle Fragen beantwortet. Dann wünsche ich den Hamburgern einen guten Heimflug, wenn ich richtig informiert bin, und euch allen hier einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.